Generell, liebe Frühaufsteher, es ist ja wirklich ein wunderschöner Morgen, wenn wir am Montag den Wetterbericht gelesen haben und gefürchtet haben, dass das da heute ganz anders aussieht. Der See ist flach, das Schiff findet statt und für die Nordstrecke seit der Fahrbahn einzige Abfahrt, die wird nass sein. Da muss ich ein bisschen aufpassen, aber das werdet ihr dann schon selber merken. Viel Vergnügen im Thunersee, das Wasser ist flach, das Wasser ist schnell, das Wetter ist schön, in Venno Triathlon, es geht los! Mach's gut, Michel. Wo geht's raus hier? Ja, ja. Immer
Sieger 2014, Samuel Hofer. Wie ist back? 2353, herzlich willkommen in Grindelwald. Sammy Hofer. 2361 dann als zweiter Single-Athlet hier bei uns erwartet. Und wenn Sie jetzt sehen, dass er sein Rennrad vor Singbalken abgibt, ist das in Ordnung. Das ist dann, wenn man es privat weiter transportiert. Und jetzt der zweite Singlerrennen, Ramon Krebs mit der 361. Einen herzlichen Applaus und alles Gute aus der Deichstrecke. Er nimmt die Verfolgung als erster auf von Samuel Hofer mit einem Rückstand von etwa 4 Minuten. Herzlich willkommen, welcome back in Grindelwald, Marc Civici. Er trägt heute die Nummer 10, weil das seine Siege sind, die er auf dem Konto hat. Marc Civici, 10-mal hat er den Inferno gewonnen, also die Hälfte aller Infernos gehen auf sein Konto. Und er hat sich entschieden, am Jubiläums-Inferno wieder als Single mit dabei zu sein und ist im Moment auf Zwischenrang 5. Herzlich willkommen in Grindelwald, Marc Civici! Er mit etwa einer Viertelstunde Rückstand auf Sammy Hürzeler. Nach 5 Jahren Absenz ist er wieder zurück im Singlefeld-Markt. Civici. Gleich bei uns sein, einen kräftigen Applaus für Matthias Wunderlin. Ihm konnte man die Nummer 1 geben, weil der Vorjahressieger Jan van Berkel dieses Jahr nicht am Start ist. Und das ist eine ganz schöne Geschichte, dass wir den ersten Sieger mit der Nummer 1 am Jubiläums-Inferno dabei haben. Wunderbar! Willkommen in Grindelwald, Nina Brenn als erste Frau hier bei uns nach 4 Stunden 42 Minuten. Dann wird 318 gemeldet. Und jetzt noch einmal einen kräftigen Applaus. Wir schicken Sie mit einem frenetischen Applaus auf die Mountainbike-Strecke. Die Vorjahressiegerin Nina Brenn. Hey Nina, alles Gute. Die Profi-Triathletin aus Deutschland hat sich den Inferno für den Abschluss ihrer Karriere ausgesucht. Wir finden eine wunderbare Entscheidung. Alles Gute auf der Bikestrecke, Ricarda. Etwa 7, 8 Minuten Rückstand auf die Führende, die Vorjahressiegerin Nina Brenn. Also Sie sehen, sie macht nicht einfach ein Abschlusstürli, sondern sie nimmt das vollend und fährt voll in der Spitze mit. Berglauf, Vize-Schweizer Meisterin 2016. Sie also jetzt im Moment Dritte. Als dritte Frau macht sie sich auf die Mountainbike-Strecke. Noch kurze Verpflegung. Sie, die Berglauf-Vize-Schweizer Meisterin 2016 und Schweizer Meisterin im Duathlon, macht sich auf die Verfolgung der führenden Nina Brenn und der zweitplatzierten Ricarda Lisk. We'll be right back.
Super, Marc. Danach aus, dass der erste Singleläufer kommt. Sammy Hürzeler auf dem Weg aufs Schildtor. Das nächste Team. Oder der nächste Einzelläufer. Genau, der nächste Einzelläufer. Ramon Klebs aus der Region Bern. Thank you.
rote Hosen, Sami Hürzeler, schnellste Schwimmzeit. Erster nach dem Rennrad, erster nach dem Biken, als schnellster auf die abschließende Laufstrecke gewechselt. Und jetzt auf den letzten Metern, auf seinen grandiosen, finalen, infernalisch großartigen, fantastischen letzten Metern freuen wir uns auf den Sieger 2017. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, and the winner, Samuel Hürzeler! Großartige, fantastische, einmalige, genial, Mega-Sieger! Sami Hürzeler in diesem Moment im Ziel, 8 Stunden 50 Minuten, der Sieger. Ersten und er konnte auf seinem letzten Meter am heutigen Arbeitstag und er wird mit nur 9 Stunden 5 Minuten zweite großartige, fantastische, einmalige, genial, der sehr, sehr erfahrene Ausdauer. Yes! Athlete in diesem Moment. Bravo, Krebs! Emotionalste Ziellauf, was gibt es überhaupt in einem Rennen, immer. Und schönste Sieg überhaupt, aber das kann man hier jetzt mal sagen. Die letzten Momente auf den letzten Stegen stiegen Nina Brenner. In Flims kann er gar nicht zu Hause oder eine Woche in Zürich. Die Forstingenieurin von auf den letzten Meter und natürlich auch die Familienfrau Nina Brenner ist da auf den letzten Meter. Siegerin 2017. Nina Brenner! Oh yeah! In diesem Moment 10 Stunden, 1 Minute für Nina Brenner. Hier kommt die zweite großartige Siegerin im Werner 2017. Petra, vier Minuten auf Nina Brenner. Fantastische Zeit. Was für ein Geschehen ist. Und hier kommt sie. Im blauen Überzug, in der schwarzen Kappe. Und sie wird großartige, fantastische dritte Siegerin. Hinter Nina Brenner, hinter Petra Eckenschiller auf Position 3 und dritte großartige, einmalige, grandiose Siegerin. Und das sind 10 Stunden und Runde 8 Minuten. Meine Damen und Herren, heißen Sie sich ganz herzlich willkommen. Die schnellste Schwimmerin von heute Morgen und die dritte großartige Siegerin im Firma Interna 2017, Ricarda Liske! Ricarda! Bravo! Dritte fantastische Siegerin im Herbst 2017,
Marc Pszczewicin! Einen grossen, fantastischen, einmaligen Applaus für unsere drei ersten grossartigen Sieger. Fantastische Sieger in Inferno 2017, Nina Brenn! Zweite Siegerin, Petra Eckenschwiller! Dritte Siegerin, Nina Brenn!